Wow! Genau. Ostern ist vorbei. Haha! Der Weihnachtsmann. Ernährt. Erst kommt Ostern, dann Weihnachten. Woran? Klar, erkennen wir dann an dieser Schokolade hier. Gerade eingeschmolzen, daraus, ne? Eingeschmolzen, daraus, eingeschmolzen. Dieses Jahr dasselbe. Schmilzen, schmilzen, neu basteln. Ostern, Weihnachten. Ostern ist vorbei. Ja. Yeah. Yippie-hey. Und bei Facebook? Bei Facebook ist auch der Irrsinn erwacht. Von morgens bis abends immer nur das eine Thema. Asyl. Ja. Wir können ja mal eine neue Religion aufmachen. Ja. Die Sith Lord Jesuiten oder so ähnlich. Oder Jesuiten. Die gibt es ja in Australien. Ja. Volkszählung. Was sind sie an Religion? Da haben die Jedi reingeschrieben. Ja, die haben Jedi reingeschrieben in Australien. Und somit gibt es die Jedi-Sitten. Ja. Ja, die Jedis. Warum machen wir nicht die Sith Lords? Die Sith Lords Religion, ne? Ah, jeder ein Schwert, links raus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sind richtig. Ja, Sie sind richtig. Es war Ostern, es war Weihnachten. Ne, erst war Weihnachten, dann war Ostern. Ja, und in 9 Monaten? In 9 Monaten? Richtig. In 9 Monaten geht es dann wieder los mit Star Wars. Wir haben uns schon mal 2 Schokoladen besorgt. Einmal Darth Vader und einmal einen hier als Trooper. Ja, soeben erreichte uns die erste Nachricht bei Rouge One. Ne? Kommt ja am 14.12.16 ins Kino. Da kommt Darth Vader, Lord Darth Vader. Deswegen kam ich auch gerade auf die Sith Lord Jesuiten, die man da hätte gründen können als Religion. Ja, Spaß muss sein. Ihr merkt schon, was sollte man denn sonst senden? Hier beim Sondersender NRW TV im Medienhaus. Da fliegen heute die Motten raus. Und wenn ich mir das hier anschaue, diesen Chaos hier bei Facebook und Co., da freut man sich. Ne? Ich habe auch gerade vor ein paar Minuten den Fernseher mal wieder angekurbelt. Ich werde mich gleich mal wieder durchzeppen. Ostern, was lief denn da? Ah doch, Barbaras. Nee, Barbados. Barbara, der Heilige oder so ähnlich. Irgendwann mit Kreuzigung. Also die Mammutfilme liefen nicht. Also ich habe keine gesehen. Ja, Star Wars lief. Star Wars lief, ja. 3 Folgen von Rebels Star Wars, wo dann auch er hier vorkam, ne, Lord Darth Vader. Ja, yeah! Ach herrlich. Wir lieben Star Wars, wir lieben Filme, wir mögen den Sondersender NRW TV und das Medienhaus. Ja, meine lieben Freunde, was soll man euch da so ein erzählen? Was soll man denn da einem auf den Weg bringen? Wenn man sich Facebook anschaut, von morgens bis abends, immer dasselbe Thema. Also der Herr Dirk Müller hat mal was gesagt und was Herr Dirk Müller mal gesagt hat, stimmen wir zu. Diesen ganzen Chaos mit Europa, mit dem Geld, Euro, mit den ganzen Politikern. Schon mal aufgefallen, wenn man sagt, dass Politiker Firmen sind, die sich gegenseitig den Firmenanteil durch politische Macht gegenseitig abkaspern wollen. Und wir haben eine Stimme und die Stimme sollen wir abgeben an dem Tag, wo wir das Kreuz im Kreis machen. Wenn wir jetzt von vornherein gesagt hätten, dass Politiker eine Firma sind, hätte YouTube diesen Videoclip schon wieder gekillt. Oder wenn wir gesagt hätten, Frau Merkel, ne, die Rautendame, ne? Die Dame mit der Raute ist nur eine Schauspielerin, schon hätte YouTube dieses Video wieder gecancelt. Ja, so funktioniert das alles. Meinungsfreiheit, meine Güte, Meinungsfreiheit, Artikel 19, alles überbewertet. Meinungsfreiheit, Grundrecht, Artikel 5, überbewertet. Aber Artikel 5 wird aber bei ARD, ZDF ziemlich genau genommen. Denn ARD, ZDF ist der Meinung, wenn es schon den Artikel 5 gibt, machen wir einen Staatsvertrag daraus und klauen jedem Bürger 17,50. Genial, wa? Ja, als Unternehmer ist es dann noch schlimmer. Dann zahlt man nicht nur die 17,50 und so weiter. Nein, man zahlt ja auch dann GEMA, wenn man den Fernseher anmachen würde. So sieht's aus. Also wie sieht Facebook halt aus? Richtig, von morgens bis abends Schwachsinn. Ja. Asyl, Asyl, rüber ab, rüber drauf, rüber ab, rüber und ganz viele nackte Mädchen, ganz, ganz viele. Ja, wir bestehen ja aus 7 Milliarden Menschen,
wie viel Anteil an Frauen? 4,5 Milliarden? Hm? 3,5 Milliarden? Ne, mehr, ne? Also wir haben ja einen Frauenüberschuss. Wir haben einen Frauenüberschuss. Und wenn man sich das Ganze dann so anschaut hier bei Facebook, ne, oben ohne und nix und prall, nicht prall, ganz dünn, ganz dick, also das ist eine Menge. Ne? Also Facebook besteht halt aus, ja, besteht aus, ja, genau, den Themen Asyl, Frauen, also negativ. Ne? Ja, und da habe ich mir jetzt gedacht, als euer Medienkanzler, mache ich mal was Positives daraus und wünsche euch gelassene Ostern gehabt zu haben. Steigt gut ein in die allernächste Woche. Ja, vergrault den März, kein Scherz, macht den April so richtig warm. Ja, ja, und dann haben wir nur noch 8 Monate, dann kommt Rouge One. Dann können wir also diese Brillen wieder aufsetzen und uns dann dieses in 3D anschauen. Ja, ich habe diese Brille extra auf, weil ich ja schon darauf hinweisen möchte, dass wir demnächst ja alle, so ab 2017, mit der sogenannten Datenbrille durch die Gegend rocken. Ja, die verschiedenen Versionen. Die VR-Raumbrille oder nur VR oder nur Datenbrille oder nur Videobrille. Ja, wir werden also Brillenträger. Gewollt oder ungewollt. Lassen wir uns mal überraschen. Also ab 2017 begegnen wir uns dann alle mit der Brille. Und wenn ich so an Herrn Zuckerberg denke, Herr Mark Zuckerberg sagte, dass er auch mit der Brille arbeiten möchte. Das heißt also, dass wir demnächst alle mit der Brille Facebook ja, irgendwie da so uns begegnen. Ne? Eines Tages werde ich wohl persönlich wohl nicht mitbekommen, aber ihr vielleicht, werden dann unsere Synapsen angeschlossen und dann können wir da, brauchen wir gar nicht mehr reden. Na, dann sitzt man da im Unterhemd, ziemlich nass, geschwitzt und babbelt da, was weiß ich. Ne? Man erzeugt da einen super Body. Ja, ne? Virtual Reality lässt dann wirklich grüßen. Ja. Also, wie gesagt, das war Ostern, mal so richtig relaxed, ne? Und ausgeruht, abends Sherlock Holmes sich angesehen und die anderen konnten dann die Rebels, ja, die Rebels konnte man sich ansehen bei Disney Channel, 3 Folgen hintereinander, war ja genial. Also Ostern waren also Star Wars Anhänger auch befriedigt worden und Facebook hat ja einen sowieso befriedigt von morgens bis abends, richtig befriedigt, kann man das Ding ja hier zum Wichsen auf die Abort nehmen, wisst ihr ja Bescheid, in den Usher Room, ja, heilige, heilige Usher. Ja, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, Ostern war für viele reinweg ein Relax-Wochenende. Viele auch nicht. Viele waren auf Tournee, haben da wieder einen abgeplärt in irgendwelchen Diskotheken oder Fete-Party oder in irgendeiner Kneipe. Also jeder hat ja irgendwo irgendwie was zu tun. Wir hier im Medienhaus haben immer was zu tun. Wir sind 24 Stunden online, beziehungsweise unsere Maschinen sind 24 Stunden online. Wir haben ja eine Menge Filmfiguren, Theater. Wir haben wieder etliche Figuren eingekauft, die wir dann Weihnachten vorstellen wollen. Ja, Star Wars Figuren, tut mir leid, die sind halt nicht mehr so, wie sie mal waren. Ne? Die Figuren ab 77 bis vor kurzem waren ja noch einigermaßen in Ordnung. Ne? Aber seitdem Walt Disney übernommen, sehen die Figuren also mit Hasbro gesehen nicht mehr so. Und Hot Toys, ne? Übrigens die Figuren von Atlantis, ja, Star, ne? Atlantis, Stargate Atlantis. SG-1 geht auch, aber darauf wollte ich gerade hinaus. 187 Euro für so eine Puppe. 18 cm, 18 cm, 187 Euro. Na, ich weiß nicht, kein Kunde wollte dieses wohl kaufen, wenn es schon Schokolade für 1 Euro gibt. Ne? Man hat uns gesagt, die schmeckt nicht, deswegen haben wir sie auch direkt zugelassen. Ne? Aber der Hase hat geschmeckt, den essen wir trotzdem nicht. Und der Nikolaus hat auch geschmeckt, den essen wir aber auch nicht. Wir müssen mal das Haltbarkeitsdatum untersuchen, weil die meisten, also wir haben wirklich ganz viele, die haben wir noch gar nicht gefuttert. Und auch von Konrad Elektronik haben wir einen bekommen. Und natürlich den weltberühmten, den einzigartigen Nikolaus von Saturn. So, den haben wir auch nicht gegessen. Der liegt jetzt auch in der Schublade. So, Ostern könnt ihr vergessen, Weihnachten kommt bald, Rouge One kommt bald.
Wie gesagt, hier liegen gerade wieder Hunde auf dem Grill. Ich weiß nicht, was das soll, aber das ist Facebook. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Facebook. Da sieht man Hunde auf dem Grill. Den Rest will ich jetzt gar nicht erst sagen, was man da so sieht, aber man sieht eine Menge. Man sieht eine Menge. Und ich weiß gar nicht, was wir dazu alles noch sagen sollen. Ja, hier schmeißen einige wieder mit Sachen durch die Gegend. Ja, Randale war anderorts auch. Ja, Osterfeuer mal anders. Direkt ein Feuer gelegt vor einer Bank. Macht ja auch Sinn. Ja, aber an alle Diebe, an alle Diebe. Wenn ihr unbedingt klauen wollt, nicht die Bank ausrauben, sondern eine gründen. Gründet eine Bank und dann so werdet ihr reich und dann seht ihr mal, wie rauben geht. Ja, ihr glaubt gar nicht, nur die Hände schütteln alleine. Nehmt da einen Euro, ja. Das war die Oster. Das war Ostern. Das war euer Medienkanzler. Das war der Sondersender Nordrhein-Westfalen. Das war Star Wars. Das war Facebook. Randale in der Schublade. Das war alles. Ja. Ja, das war alles. Was soll man denn unter uns? Was soll man denn noch senden? Ist ja eh mal alles denselbe Quatsch. Es kommt Weihnachten. Es kommt Ostern. Es kommt Star Wars. In der Reihenfolge, ja, oder auch umgekehrt, je nachdem, wann ihr den Clip seht. Ja, also was, ne, erstmal kommt nichts, dann kommt gar nichts, dann kommt überhaupt nichts. Und dann auf einmal kommt Facebook und dann kommen die Themen und dann kommen die Feiertage, zwischendurch Urlaub. Ja, und wer Lust und Laune hat, guckt auch noch Fernsehen, ja. Sherlock Holmes zum Beispiel, oder Star Wars, oder TNT, Sci-Fi, oder AXN. Ja, das sind gute Sender, wenn man sie bezahlt hat. Das ist nämlich Bezahlfernsehen. ARD und ZDF bezahlt man zwar auch, aber guckt man nicht. Ja, ne? Hart, ne? ARD, ZDF, Deutschlandfunk. Also ich höre kein Deutschlandfunk und ARD, ZDF gucke ich auch nicht, weil da ist nichts drin, was mich interessiert. Bin ja auch nicht der Durchschnitt. Bin keine 61. Weil ARD, ZDF macht Unterhaltung für den Durchschnitt. Und der ist 61. Hat man auch zu Ostern gezeigt, wie das Fernsehen noch wunderbar war, wie Fernsehen noch Unterhaltung war, wie Fernsehen noch Bildung war, hat man gezeigt. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Naja, habt ihr auch nichts verpasst, aber ich kann euch sagen, Fernsehen war mal geil. Drei Programme, ich war die Fernbedienung, musste dauernd ein- und ausmachen, da waren doch Zeiten. Und ja, das hat unheimlich viel Spaß gemacht, fern zu sehen mit der ganzen Familie. Am Montag hat man dann mit seinen Freunden, Freundinnen und Bekannten darüber gesprochen. Ja, da liefen ja Dörbritsch, ja, da lief Dörbritsch oder der alte Harry Hummer den Wagen. Ja, ach, da waren noch Zeiten. Ja, okay. Da gab es auch noch die Väter der Klamotte und heute machen wir Väter der Klamotte. Habt ihr ja gesehen, mir fiel gerade einfach zu Ostern einfach nicht so viel ein. Einfach mal so Rubrik gezogen, was lief denn hier bei Facebook ab, ne? Das ist immer das selber, oben ohne und nix. Randale, Asyl, rüber ab, rüber dran, Panzer links, Panzer rechts, geradeaus, Mickey Maus, das ist Facebook. Wie war es bei euch?